Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück auf dem Berg. Wir haben uns ja die Mühe gemacht, sind hier hochgestiegen. Naja, mehr gefahren als gestiegen. Und jetzt sind wir hier im Park und müssen uns erstmal durchwimmeln. Den Fisch können wir gut gebrauchen. Mhm. Warum auch nicht? So, da fehlt ein Delfin. Und den Fisch müssen wir, glaube ich, unten dann auf den Marktplatz packen. Da fehlt nämlich 4. Oh, hier geht es auch nochmal weiter. Vor dem Park. Ach so. Ach, das ist der ganze Park. Was haben wir bekommen? Eine Souvenirtasche. Yeah. Die Bänke sehen einladend aus. Ich wünschte, ich hätte mal wieder einen freien Tag. Ja, wer wünschte das nicht? Aber seien wir mal ehrlich, als ob man dann in den Park geht und sich auf eine Bank setzt. Also ich für meinen Teil werde es auf jeden Fall nicht machen. Na, hups, I'm sorry. Please forgive me. I didn't hurt anyone. A masked person offered me money just to wear this costume. Bitte, ich habe nichts getan. Wirklich, ich habe niemanden ein Haar gekrümmt. Eine maskierte Person hat mir Geld geboten, wenn ich diese Klamotten trage. Ey, und das hat richtig gut funktioniert. Wir haben uns mal ganz kurz fast erschrocken. How could I refuse such an easy offer? Wie hätte ich da Nein sagen können? Naja, wir hätten auch ein Messer in der Hand haben können, um dich abzustechen, aber gut. All I did was stand in the upper window of the La Parisienne. And then I came here. And then. Ach schön, auch ich liebe das. And then I came here. Ja, so ist mein Englisch auch. Ich habe nur am oberen Fenster des La Parisienne gestanden und bin dann hierher gekommen. And then I came here. That's all that happened. Here, you can have what I found in the cloak's pocket. Oh, weia. Ach, das ist süß. Also, das ist so süß irgendwie. Das siehst alles. Ich schwöre es. Hier, das habe ich in den Taschen des Umhanges gefunden. Sie können es haben. Ach, danke schön. Der arme Kerl weiß offensichtlich nicht, in was er da reingeraten ist. Und wirklich, danke. Ach, das war schön. Instant, I came here. Wie kann ich ihn da rausholen? Das ist echt wirklich so schwer. Nehmen wir mal die Nagelschere. Oh, es funktioniert sogar. Okay, wen haben wir denn da? Das ist ja diese komische Tasche. Auf dem Schloss der Tasche fehlt eine Art Symbol. Ja, es sieht aus wie ein Triskel. Können wir es abschneiden? Warte mal. Ach, ich habe gar nichts mehr zum Abschneiden. Nee, geh weg. Nee. Schade. Kann man es abhauen? Nee. Wir müssen es tatsächlich nur öffnen und nicht mitnehmen. Schade auch. Okay, hier mal ein Vogelnest. Ob ich den Ast herunterziehen kann? Na, bestimmt. Ach nee, warte mal. Ich habe eine andere ID. Ich habe eine andere ID. Wir machen das hier. Yeah. Okay, wir brauchen noch einen Fisch. Der ist bestimmt hier hinten noch drin. In der Tasche. Okay, weiter kommen wir nicht durch den Park. Aber ich sag mal so, ne, wenn man jetzt hier wäre, das sieht schon richtig toll aus. Gut, hier brauchen wir... Schade. Eine Stange oder sowas. Ach, vielleicht auch die Leiter. Nee, die Leiter können wir nicht nehmen. Okay, wollen wir doch mal schauen, was hier los ist. Der Maskierte oder es. Wir wissen ja nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Die maskierte Gestalt, die ich gestellt habe, war nur ein armer Mann. Die Maske hat ihn bezahlt, um mich in die Irre zu führen. Er wusste jedenfalls nichts über die Morde. Ich habe ihn gehen lassen und mich weiter auf die Suche gemacht, nachdem ich ihn ausgiebig befragt habe. Gut. Ein halbes Medaillon, Souvenirtasche. Ein bisschen dürftig alles. Achso, ich wollte auf die Karte. Hier ist was zu tun. Ach was. Verdammt. Okay, irgendwas habe ich übersehen wahrscheinlich mal wieder. Hm? Ah, endlich etwas Schatten. Na, ich wünschte, wir hätten ein bisschen Sonne.
Nein. Ach Quatsch. Tada, Mann, bin ich klug. Huch. Ja, und dann finde ich das nicht gleich. Okay, wir suchen einen Knopf. Mhm. Und eine Salami. Und eine Sonne. Hier ist eine Spinne. Die brauchen wir aber nicht. Wie kann ich dich zum Flattern bringen? Vielleicht so? Wir ziehen ihn einfach auf. Die Sonne könnte natürlich auch hier drauf sein, ist sie aber nicht. Aber wir bekommen den vierten Fisch. Okay, hier ist eine Katze. Wäscheklammer und die Nummer 3. Lächelnde Puppe. Oh, sieht schlecht aus. Oh, die Sonne. Dann brauchen wir die Eidechse. Okay, das war sie sogar schon. Salami. Hm. Ich würde ja wohl mal eine Salami finden können. Oh, Wäscheklammer. Ja, und hier brauchen wir irgendwie einen Stift oder sowas. Nein, wir nähen ihr einen Mund. So, und jetzt ist sie auch glücklich und dann ist hier die Salami. Alles klar. Okay, wir brauchen noch die 3. Hm. Ja, Katze, ich habe nichts für dich. Oh, ich muss leise sprechen. So kommt meine hier an. Okay, so, die haben wir gefunden. Bonbons. Mann. Das war eine Bohne. Okay, und ein Fisch. Da ist er. Ah nein, wir brauchen noch einen Bonbon. Echt? Ich dachte, ich habe alle 3. Hm. Ah. Okay, wir haben den vierten Fisch. Dann gehen wir noch mal kurz runter zum Markt. Ja. Oder Straßenecke. Und zwar zur Laterne. Ich dachte, das ist ein Tagebuch. Und wir haben Taschensymbol und ein Delfin. Na denn. Oh, es fährt zwar rückwärts, aber schön. Taschensymbol und Delfin. Wo war denn der Delfin? Egal, wir machen erstmal die Tasche. Er sieht aus, als gehört es dem Baron. Ich brauche den Code. Hm. Sieht schlecht aus, ich hab den nicht. Okay, Delfin, ich muss mal nochmal schauen. Achso, dafür brauchen wir ja den Code, aber wir brauchen erstmal den Delfin. Wo war denn das? Ach, hier oben. Na, natürlich, da verstecke ich meine Codes auch immer. So, jetzt aber. Mhm. Ich frag mal. Setze das Symbol in der Mitte zusammen, indem du die 3 Scheiben drehst. Der Code dient als Hinweis. Aha. Warte mal, ich muss das mal anschauen.
Oh nein, die drehen sich alle. Ja, keine Ahnung. Ja, müssen uns ja nicht abquälen. Okay, was haben wir denn? Auf dem Medaillon sind die Initialen des Barons. PV, wie Peter Vasiljevic. Nee, Vasiljevic. Ich sollte ihm einen zweiten Besuch abstatten. Oh, oh. Ich habe ein Medaillon gefunden, mit dem sich ein besonderes Schloss in der Villa des Barons öffnen lässt. Eine interessante Tatsache, vor allem, da es vorher im Besitz der Maske war. Dieses Taschentuch gehört dem Baron. Ich habe es näher untersucht und etwas Interessantes herausgefunden. Der Webstil des Taschentuches ist fast identisch mit dem des Umhangs der maskierten Person. Diese Art von Leinen findet man sehr selten. Besteht zwischen Umhang und Taschentuch eine Verbindung? Ja gut, das hatten wir ja schon gesehen. So, dann gehen wir mal zur Straßenecke. I'm ready to go if you are, madam. Where to? Sagen Sie mir einfach, wenn Sie bereit sind, Madame. Wohin kann ich Sie bringen? Oh, back to the Baron's Villa. Are you close to solving your case? Zurück zur Villa des Barons? Stehen Sie kurz davor, den Fall zu lösen? Aber wirklich? Who are you? How dare you? This is private property. Dear Essonry, please accept my sincerest apologies. Das war ja eben cool gemacht mit den Gedankengängen, die man ja auch selber hat, ne? Dass man ja in einem Moment die Sachen geistig nochmal durchspielt. Alles deutet auf den Baron hin. Ich werde ihn zur Rede stellen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es der Baron ist. Warum ist die Tür nicht verschlossen? Wo sind die Hausangestellten? Hier stimmt etwas nicht. Gehen wir jetzt mal nach oben. Jetzt gilt es nur noch, den Baron zu finden. Ich durchsuche seine Villa. Ja, genau. Sie ist gefesselt. Ich befreie sie erstmal. Ach komm, lass uns erstmal gucken. Huch. Was war das? Ich muss da rein. Die Tür ist verschlossen, aber ich sehe kein Schlüsselloch. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Mal schnell. Der Eiffelturm wird ein Meisterwerk, das höchste Gebäude der Welt. Denkmal der Genialität oder Verschwendung von Ressourcen. Wird es dem Zahn der Zeit trotzen? Einige Architekten sagen sogar seinen Einsturz voraus. Ja, und den Weltuntergang. Kennt man ja. Die Experten. Ich brauche ein Rezept. Wofür? Okay, was haben wir denn? Uhrzeit. Thank goodness you're here. Someone knocked me out and tied me up. Ach, es tut mir wirklich leid. Ja, ich will mich nicht über die Situation lustig machen, aber diesen Akzent, ich liebe es einfach. Ich liebe es total. Was für ein Glück, dass Sie da sind. Jemand hat mich bewusst losgeschlagen und gefesselt. Ja, es tut mir sehr leid für dich. I heard noises upstairs. Do you think they're still here? Please, can you check upstairs? I'll call the police. Haben Sie das gehört, die Geräusche von oben? Glauben Sie, dass sie noch da sind? Könnten Sie bitte nachschauen? Ich rufe in der Zwischenzeit die Police. Here, you'll need this to enter the library. But please, be careful. Hier, das brauchen Sie, um in die Bibliothek zu kommen. Aber seien Sie vorsichtig. Oh, gut, dass sie nicht verletzt wurde und mir helfen will. Die will abhauen, die Alte. Nein, ich weiß es nicht. So, ich glaube, hier fehlt... Die Maske hat keinen Mund. Ja, das hat Hannibal auch immer gesagt. Aber Sicherheit geht nun mal vor. Okay. Mhm.
brauche nur ein kleines Stück. Was haben wir denn hier? Ein Uhrengewicht. Ja, geh doch die Polizei rufen. Ich will ja nichts sagen, aber die Zeit drängt. Kachel, Uhrgewicht. Ach so, der Buchstabe B, Moment. Viel Bücher hat er aber nicht, also na, da haben wir schon bessere gesehen. So, die Maske symbolisiert den Übergang in den Tod. Ist das nicht ein bemerkenswerter Zufall, dass der Baron so interessiert an Masken ist? Absolut. So, und wir müssen die Uhrzeit einstellen, nehme ich mal an. Einmal 17:45. Warte mal, erstmal den hier. Ding. Und 11:15. Ja, genau. So. Ui, eine Kachel. Das war's? Ah, die Kacheln brauchen wir hierfür. 3 Stück. Verdammt. So, was haben wir denn hier noch? Ein Rezept? Ein Auge? Oh, ich will es nicht wissen. Für das Rezept habe ich bestimmt Verwendung. Aber was hat der Baron hier damit gemacht? Gute Frage. Was können wir denn hier noch machen? Oh. Das können wir aufmachen. Sehr bequem. Ja, finde ich auch. Gemütliche Leseecke. Hier die Chips-Schüssel. So muss das sein. So, Zange. Ach, warte mal. Wir brauchen noch unten von dem Zeug. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht irgendein Ritual machen. Dann bin ich aber enttäuscht. Schwefel, das hört sich doch schon wieder so höllenmäßig an. Hä? Ach, das sah aus wie ein Kartenstück. So, und jetzt brauchen wir noch ein Auge oder so. Nein, wir brauchen die Kurbel. Ja, ist eigentlich auch logisch. Und der braucht irgendwas in die Hand. Hm? Nicht. Achso, warte mal, was war denn das hier? Nee, das können wir nicht nehmen. Ja, hier brauchen wir wahrscheinlich dann den Zauber oder so. Ich bin gespannt. Hm, ich gehe mal kurz runter. Nee, hier müssen wir nichts machen. Und in den Garten kommen wir wahrscheinlich nicht nochmal. Doch. Nee, hier sind wir durch. Alles klar. Okay, dann haben wir eigentlich nur noch hier was zu tun. Hier fehlt ein Saiteninstrument und dann hat die Maske keinen Mund. Hm. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Tja, gehen wir hier nochmal rein. Irgendwas habe ich übersehen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, ein Saiteninstrument. Und Bücher, die fehlen. Tabakdose. Ach, bestimmtes Zeug, was wir gleich zusammenbrauen werden. Und mal das dahin hängen. Tada, ein Wimmelbild. Ach, sehr schön. Okay. Bisschen voll der Schrank. Hier fehlt ein Planet. Bitteschön. So, wir brauchen... Katapult. Wir brauchen eine Blockhütte. Blockhütte. Ja, ich habe richtig gelesen. Mann mit Hut. Da. Dann ein Aufziehschlüssel. Ah, eine Karte. Ach, die Blockhütte. Sehr witzig. So, Libelle haben wir auch. Nee, eine brauchen wir noch. Pelikan. Hm? Nicht. Ach nee, du bist doch so ein anderes, so ein Turkan.
Okay, so, was brauchen wir noch? Ein Katapult, Libelle und den Pelikan. Cool. So, Pelikan und Libelle, bitte. Wäre nett. Sieht aber schlecht aus. Ach, Libelle? Okay, Pelikan. Komm schon, Pelikan. Drück trotzdem vorsichtshalber nochmal drauf. Was? Okay, den habe ich als solches nicht erkannt. Und wir haben eine Lackdose, toll. Mit einer Kachel. Dann bekommen wir doch jetzt erstmal die Tür auf. Wenn ich das richtig geschoben habe. Achtung. Wo sie ein Bild ergibt. Aber das ist doch schon so ein schönes Bild. Nee, du kommst doch nach links. Also, du kommst nach rechts, du kommst in die Mitte. Du kommst nach unten. Oh. Mist, wie kriechen die jetzt dahin? Nee, wobei, die passt nicht. Moment. Das muss dahin. Das wird ja mal wieder nichts. Nee. Boah, wie mache ich denn das? So. Nee, ist nicht wahr. Boah, habe ich aber mehr Glück als Verstand gehabt. Okay, ab ins Büro. Ein Eisbär. Super. Das Maul ist fest zu. Ich brauche etwas, um es aufzuhebeln. Eieiei, ein Eisbär. Oh, guck an. Der Baron hatte offensichtlich tiefe Gefühle für Sophie. Na gut, das wussten wir ja. Ist ja jetzt nichts Neues. So, halber Globus fehlt. Was? Ich ahne Schlimmes. Okay, es fehlen 4 Federn. Ah ne, da waren wir doch schon. Aber ein sehr merkwürdiges Büro. Ne, hier fehlt der Globus. Okay, wir gucken mal ganz kurz, aber der Baron mit den tiefen Gefühlen, naja, das wissen wir. Auf diesem Foto umarmt der lächelnde Baron Sophie, während sie eher reserviert wirkt. Sie schätzt ihn, das steht außer Frage, aber wie sehr und warum? Na, er war doch bestimmt ein Geldgeber. Und es war ja damals auch wirklich so, dass die Reicheren die Theater und so weiter und so fort finanziert haben. Lass mal los. Naja, wahrscheinlich oftmals nicht ohne Gegenpreis. So, die Kurbel haben wir gefunden, aber irgendwas muss ich hier noch reinmachen. Was ist das? Nee. Ein Auge. Oder Wasser? Tränenflüssigkeit. Zündschnur. Ach so, Zündschnur. Und Salpeter und so. Die Maske. Ach, das Buch. Warte mal, das können wir schon mal ins Regal stellen. Ja. Nee, da. Ach, Quatsch. Goldmaskenmund und eine Eichel. Immer die Musik. Tada! Ein Wimmelbild ist da.
So, was brauchen wir denn? Muschel. Nudelholzrahmen mit Foto. Ich klicke jetzt erstmal hier so ein bisschen rum. So. Ach so, genau. Die Trauben abmachen. So erntet man. Die Zahl 5 brauchen wir noch einmal. Ach so, noch mehr Flöten. Ich dachte gerade, wir haben die schon. Und eine Halskette. So, die Flöten haben wir. Jetzt brauchen wir noch einen Flügel. Könnte das nicht zusammen machen? Das sieht so aus, als ob man das zusammen machen müsste. Flügel und die Zahl 5. Tja, und ein Flügel. Den hier. Da ist jetzt ihre Halskette. Familienwappen. Na, sage ich doch, wir müssen das irgendwie zusammen machen. So, eins fehlt noch. Das. Das Familienwappen des Barons. Ich weiß nur nicht, wo es hin muss. Nee, ne, das waren Federn. Nee. Ach, die Lampe können wir mit... Ach, warte mal. Können wir die vielleicht ein bisschen ausquetschen? Nee. Aber das Eichhörnchen kann die Nuss bekommen. Und dann haben wir schon mal die erste Feder. Und jetzt steht ja auch mit dieser Beschreibung, kann ich Schießpulver herstellen. Ja. Und damit bekommen wir dann die Tür auf, alles klar. Ach so, warte mal, die Maske, die bekommt jetzt erstmal ihren Mund. Oh, vorher hat sie mir besser gefallen. Okay, Frage. Finde den richtigen Platz der Masken. Tipp, beachte die Umrisse auf der Holzwand. Oh, danke für den Tipp. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ne, die hat ja hier so ein, oder? Ja, die kann ich auch nicht mehr verändern. Die kann ich aber verändern. Ach, guck mal. Das ist die gehörnte. Die bleibt auch, die auch. Die auch, hä? Hä? Och, Manu, schon? Ja, und was bekommen wir jetzt? Hm? Ich sehe es irgendwie nicht. Nee. Okay, ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, das Auge, das habe ich nicht gesehen. Ein Kohleauge. Alles klar. Prima, wir haben Schießpulver. So, jetzt aber. Ah nee, warte mal. Das machen wir jetzt erstmal in die Büchse rein. So, Schießpulver ein bisschen. Na, warte, die Zündschnur. Kann ich mich veräppeln? Okay. Der Weg ist frei. Ins Schlafzimmer. Hui. Ich glaube, so ist dem Baron auch noch niemand ins Schlafzimmer gestolpert. Help me. My secret room has a golden ring.
Bitte, helfen Sie mir. Mein Geheimraum, wo der goldene Ring... Aha. Was hat er gesagt? Ich schaue mich nach Spuren um, solange er bewusstlos ist. Ich hoffe, er erholt sich wieder. Ja, gute Frage. Jetzt nein, ins Ankleidezimmer. Oh mein Gott, was für ein Bett. Also er hat schon eine sehr feminine Ader, finde ich. Komm mal nicht raus. Oh, ein Brief. Ich kann diese Last nicht länger auf meinen Schultern tragen. Das alles tut mir so leid. Ivan, mein treuer Freund, und Sophie, Schicksal, vergib mir bitte, mein Liebling. Ich war blind vor Eifersucht. Du warst die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist dir zu folgen. Peter Wasilewitsch. Hat der Baron Sophie wirklich geliebt? Und wenn, hätte seine Eifersucht ihn wirklich nur um den Verstand gebracht? Naja gut, wir wussten, er war in sie verliebt. Oder hat's vielleicht gedacht? Man weiß es nicht. So, das Wappen. Hä, was hat der denn da in seinen Schrank reingemacht? Eine Miniaturbrücke. Okay, wir gehen ins Ankleidezimmer. Ach du, Damentasche. Ja. Ja, ich brauche Licht, um den Schrank zu durchsuchen. Man, gut, dass wir eine Laterne haben. Tada, ein Wimmelbild. Aber ich möchte mal vorher hier nochmal klicken. Das nenne ich Auswahl. Er muss sich nie Gedanken machen, ob er das passende zum Anziehen hat. Ja, ich finde es ehrlich gesagt schwierig. Je mehr man hat, desto schwerer fällt die Wahl. Also mir jedenfalls. Ein Siegel. Nimm noch das. Was mir gerade einfällt, warte mal, können wir die Briefe miteinander vergleichen? Ha! Ich sollte meine Augen schonen und eine Lupe verwenden. So, ich muss überprüfen, ob die Handschrift in beiden Briefen übereinstimmt. Peter. Naja, nicht wirklich, ne? Ähnlich, aber nicht identisch. Jemand hat versucht, die Handschrift des Barons zu fälschen. Ja, das ist Pech. Und jetzt? Der Brief sieht seltsam aus. Kann es sein, dass zwischen den Papierschichten etwas versteckt ist? Gut, dass wir ein Wattestäbchen dabei haben. Das ist Sophie. Also muss das der Originalbrief sein. Ich sollte ihn sichern. Ach Gott. Ein Bild von Sophie haben wir schon mal. Und die anderen beiden werden wir wahrscheinlich auch schon noch finden. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir steigen beim nächsten Mal gleich mit dem Wimmelbild ein. Und macht's gut, bis dann. Tschüss.